Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute machen wir mal ein kleines Hotdog-Special, ja? Jeder kennt die Hotdogs von Ikea. Ja? Gibt auch was anderes, und zwar amerikanische Hotdogs. Und davon machen wir heute zwei Variationen. Einen mit einem Sweet Pickle Relish und einen mit Chili, ja? Das eine ist also den Chili Dog, den anderen nennen wir mal den USA Style Dog. Das sind so verschiedene Styles gemischt. Ich empfehle für Hotdogs immer solche Rindswürstchen. Das ist mir egal, ob es diese Marke ist oder eine andere findet. Ich finde das mit Rinderwürstchen irgendwie authentischer. Ihr könnt aber auch genauso gut Bockwürstchen nehmen. Ob ihr die jetzt mit Wasser erhitzt, kalt lasst oder wie ich gleich in der Pfanne, auch euch überlassen. Grillen geht's auch. Bisschen vorsichtig, ne? Nicht zu heiß werden lassen, die Dinger platzen sehr schnell sonst. Wie wir also eben zwei verschiedene Hotdogs machen, das zeige ich euch wie immer da unten bei mir in der Küche. An der Pfanne, die Pfanne, ganz bisschen Öl drin, Stufe 4 von 6 ist wie immer an. Also, Pfanne drauf, unsere beiden Rindswürstchen rein und ganz kurz, 2-3 Minuten eben nur heiß werden lassen für die Hotdogs. Können auch 3-4 Minuten sein, will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Perfekt, wenn die Würstchen schon ein bisschen Farbe bekommen haben, sind wir schon fertig soweit. Jetzt nehmen wir die raus und machen unsere beiden amerikanischen Hotdogs fertig. Für unsere USA-Style Hotdogs brauchen wir zunächst natürlich ein Hotdogbrötchen. Das habe ich aufgeschnitten, nicht ganz. So, jetzt die Wurst. In meinem Fall eine schöne Rindswurst, wunderbar. Jetzt Senf. Ich hätte jetzt Hotdog-Senf kaufen können, habe ich aber nicht, weil so oft brauche ich den nicht. Ein normaler, mittelscharfer Senf geht auch. Jetzt brauchen wir Sweet Pickle Relish. Den Link zum Video zeige ich euch. Da gibt es extra ein Video für, wie man das macht. Eine super Beilage für Hotdogs, für Burger, für Fleisch. Er hat alles drin, was ein gutes Hotdog braucht. So. Und schon habt ihr den ersten amerikanischen USA-Style Hotdog. So muss ein Hotdog aussehen. Perfekt. Machen wir gleich den zweiten. Den lege ich erstmal zur Seite hier. Für den zweiten ganz kurz ein bisschen Brettchen sauber machen. Zur Seite. Auch eine schnelle Version. Wieder Brötchen aufklappen. Unser Rindswürstchen nehmen und jetzt wieder Senf. Nicht zu viel. Und jetzt mein absoluter Favorite, Chili. Wie die Chili-Soße gemacht wird, ebenfalls in einem extra Video. Chili rein. Käse drüber, der schmilzt jetzt gleich noch leicht. An und fertig ist unser USA-Style Chili Dog. Guten Appetit! Da sind sie, die beiden. US-Style Hotdog-Variation, mal eben anders als vom Ikea, ne? Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wenn ich nicht davon esse, hätte ich echt schwer. Ich mag beide. Ich nehme aber den US-Style Chili Dog, weil ich Schärfe einfach mag. Ich sage tschüss, ciao, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja, ich freue mich über jedes Abo, ich freue mich über jedes Teilen bei Facebook, das hilft mir und den anderen ehrlichen Essern. Also tschüss, ciao, euer Marco vom Ehrlichen Essen. Guten Appetit. Mmh. Mmh. Super, ciao. Wie viele Sachen vom Fastfood, die ich mag. Blöde Ansage nochmal.